Ich denke, wir sind alle recht vertraut mit den drei Zuständen von Materie im Alltag. Bei einer hohen Temperatur gibt es noch eine vierte, aber die normalen drei sind der Feststoff, die Flüssigkeit, ich mache das mal in blau, muss aber nicht blau sein, und ein Gas, das Gas. So im Allgemeinen, und ich denke, da ist Wasser ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, fällt mir zumindest immer ein, ist ein Feststoff, hast du dann, wenn es etwas kälter ist, wenn du es dann aufwärmst, bekommst du den flüssigen Zustand. Wenn du dann noch mehr aufwärmst, dann bekommst du einen gasförmigen Zustand. Beim Wasser ist es so, als Feststoff, dann hast du Eis als Flüssigkeit und dann hast du eben flüssiges Wasser. Und dann im gasförmigen Zustand hast du Dampf letztendlich. Dann bekommst du Dampf. Gasförmiges Wasser ist Dampf. Und da denken wir jetzt mal ein bisschen drüber nach, wie ist es eigentlich mit dem Wasser? Und das Ganze gilt auch für andere Moleküle. Was macht eigentlich jetzt eigentlich ein Feststoff aus? Was macht eine Flüssigkeit aus? Und da muss man wirklich sagen, Flüssigkeiten sind echt faszinierend, weil du kannst sie einfach nicht festnageln. Oder was macht eigentlich ein Gas aus? Und um das zu verstehen, zeichne ich jetzt mal ein Wassermolekül auf. Du hast hier diesen Sauerstoff und dann hast du zwei Wasserstoffbrückenbindungen. Dann hast du noch zwei Valenzelektronen beim Sauerstoff. Und das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Und wir wissen ja jetzt schon, hey, Sauerstoff ist ja viel, viel mehr elektronegativer als der Wasserstoff, will also die Elektronen immer bei sich haben. Es gibt also dieses Elektronenpaar. Da trägt ja jeder, der Wasserstoff und der Sauerstoff, ein Elektron dazu bei. Jetzt, weil aber der Sauerstoff so elektronegativ ist, werden die Elektronen da hingezogen zum Sauerstoff und verbringen also mehr Zeit beim Sauerstoff als beim Wasserstoff. Deswegen bekommst du eine teilweise negative Ladung beim Sauerstoff. Und beim Wasserstoff ist es eben eine teilweise positive Ladung. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Zeichne ich mal hier hin. Das ist also eine teilweise positive Ladung. Und diese Moleküle haben eine sehr, sehr geringe kinetische Energie. Und dann ist es so, dass die positiven Seiten sehr stark zum negativen Teil hingezogen werden. Was passiert jetzt also, wenn du mehrere Moleküle hast und jetzt interagieren eben auch die verschiedenen Moleküle miteinander, nicht nur die Atome. Ich mache das mal so. Ich kopiere jetzt einfach mal so ein Sauerstoff, Sauer- und Wassermolekül und das mache ich jetzt mal hier hin. Dieser Wasserstoff hier oben wird dann eben, will in der Nähe von diesem Sauerstoff hier sein, weil eins ist positiv und eins ist negativ geladen. Ich mache das jetzt nochmal. Und da siehst du dann, da wird das Ganze etwas klarer. Und dass eben der Wasserstoff und der Sauerstoff einfach immer ja, in ihrer jeweiligen Nähe zusammen sein wollen, weil sich das Negative und das Positive eben immer anziehen. Und jetzt siehst du dann irgendwann so eine Art Leiterstruktur. Und die entsteht eben letztendlich durch diese polaren Bindungen und durch diese Anziehungen der verschiedenen Moleküle aneinander. Okay? Und die Moleküle ziehen sich eben jetzt gegenseitig an, weil die Moleküle eben leicht polar sind. Jetzt hat jedes von diesen in einem Feststoff, jedes von diesen Molekülen wenig kinetische Energie und die durchschnittliche kinetische Energie ist eigentlich nichts anderes als die Temperatur. Und wenn die sich nicht bewegen, dann hast du einfach einen Feststoff. Dann bewegt sich einfach der ganze Stoff auch nicht. Und du hast einfach eine relativ feste Struktur und dadurch wird der ganze Stoff auch fest. Wenn ich jetzt also kinetische Energie, also Hitze hinzufüge, dann werden diese Moleküle anfangen, sich so ein bisschen hin und her zu bewegen.
So in dem Comic sieht es ja immer so, dass sich dann so Anführungszeichen kommen, also die Moleküle werden anfangen rumzuhüpfen, nach links und nach rechts und nach vorne und nach hinten. Und wenn du immer mehr und mehr Hitze dazufügst, dann werden zwar die Moleküle ihre Struktur noch behalten, aber sie werden anfangen, sich so ein bisschen mehr hin und her zu bewegen. Und du musst das so vorstellen, als würden sie so ein bisschen vibrieren, als würden sie hin und her vibrieren. Und wenn du dann noch mehr Energie hinzufügst, was passiert dann? Der hier vibriert beispielsweise schon und dann vibriert er immer mehr und dann der auch immer mehr und mehr. Und irgendwann an einem bestimmten Punkt werden diese Bindungen nicht mehr stark genug sein zwischen Plus und Negativ, sondern werden aufbrechen. Was passiert dann mit den Molekülen? Ich zeichne nochmal eins hin hier. Und dann werden diese Moleküle anfangen, sich aneinander vorbei zu bewegen. Und jetzt bewegen sich quasi die Moleküle relativ aneinander. Sie werden aber immer noch aneinander, voneinander angezogen, aber sie werden sich einfach mehr hin und her bewegen. Und also können Sie es so vorstellen, dass diese Energie, diese Bindungen zwischen den polaren Seiten der Moleküle quasi aufbricht. Und es ist aber so, die Energie ist immer noch nicht groß genug, dass die Moleküle sich völlig, völlig frei bewegen. Also das ist eine Flüssigkeit. Die Moleküle, die schieben sich quasi aneinander vorbei. Und aber eben nicht mehr in dieser festen Gitterstruktur wie in Feststoff. Wenn du dann noch mehr Energie hinzufügst, dann werden nicht mal mehr diese schwachen polaren Bindungen halten und dann wird das Ganze so aussehen. Dann werden die völlig, völlig voneinander entfernt sind. Dann hüpfen die eigentlich nur noch umeinander herum. Und so müsst ihr euch ein Gas vorstellen. Da berühren sich die Moleküle eigentlich gar nicht mehr. Die haben so viel kinetische Energie, dass jedes Molekül einfach macht, was es will und sich nicht mehr um die anderen Moleküle kümmert. Und deswegen, das ist auch der Grund, weshalb du ein Gas gar nicht sehen kannst. Weil die Moleküle einfach viel weiter voneinander entfernt sind und sind viel weiter auseinander als bei einem Feststoff oder bei einer Flüssigkeit. Und deswegen kannst du zum Beispiel Gas nicht sehen. Und das ist was ganz anderes als bei einem Feststoff oder bei einer Flüssigkeit. Und in der Regel sind Feststoffe einfach fester und auch schwerer. Na, beim Wasser ist es ein bisschen anders, da ist ja Eis etwas leichter als die Flüssigkeit. Aber meistens ist es so, dass Feststoffe einfach, dass du da nicht durchgucken kannst. Und beim Gas ist es ganz eindeutig, durchs Gas kannst du nicht durchgucken. Und der Grund dafür ist einfach die Dichtigkeit der Stoffe. Die unterscheidet sich einfach sehr. Und beim Gas hüpfen die Moleküle einfach rum. Und ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Und jetzt ist nur die Frage, wie kann ich die Energie eigentlich messen, die ich brauche, um diese ganzen Sachen mit dem Wasser zu machen? Und dazu zeichne ich jetzt mal ein sogenanntes Phasenwechseldiagramm auf. Auf der X-Achse zeichne ich die Hitze ein und auf der Y-Achse die Temperatur. Hitze wird oft auch als Q beschrieben. Ja, manchmal redet man auch von Delta H. Das ist sozusagen der Wechsel, der Unterschied der Energie. Und man schreibt auch das oft als Enthalpie auf. Schreib es mal hin, was ist eigentlich Enthalpie? Jawohl, es klingt ein bisschen wie Empathie, hat aber gar nichts damit zu tun. Und Enthalpie ist letztendlich was ganz Ähnliches wie ein sogenannter Hitzeinhalt. Es ist Hitzeinhalt. Für unsere Zwecke, wenn ich jetzt sage, eine Veränderung in der Enthalpie, ist es nichts anderes als eine Veränderung in der Hitze.
Es ist ein komischer Begriff, der ist eigentlich hauptsächlich dazu erfunden worden, um uns durcheinander zu bringen. Und am einfachsten ist es, du denkst einfach Enthalpie, aha, ist also Hitzeinhalt. Und wir reden jetzt also über Hitze und kinetische Energie, potenzielle Energie, Enthalpie. Du wirst immer wieder mal hören in verschiedenem Kontext. Und das sind alles Formen der Energie und die werden alle in Joule gemessen. Du denkst jetzt bei Joule an Arbeit. Also Joule wird, Arbeit wird in Joule gemessen. Und ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn du dieses Wort Enthalpie mal gehört hast. Auch wenn es nicht so intuitiv ist, wollte ich es dir einfach mal hier erklärt haben. Also denk einfach über Hitzeinhalt nach. Also auf der X-Achse habe ich die Temperatur. Hier habe ich die Hitze nach rechts. Und nach oben habe ich die Temperatur. Okay. Also bei einer niedrigen Temperatur ist es so, wenn ich Hitze hinzufüge, wird auch die Temperatur ansteigen. Ich mache das jetzt mal hier in lila. Ich füge also Hitze hinzu. Mache das jetzt mal in Magenta. Also ich füge Hitze hinzu, das ist eine Form von Energie. Wenn ich Energie hinzuführe, wenn ich jetzt an diese Moleküle Hitze hinzufüge, dann füge ich quasi kinetische Energie dazu. Temperatur ist ja nichts anderes als mittlere kinetische Energie, also in einem Feststoff, wird, wenn ich Hitze hinzufüge, die Temperatur ansteigen im festen Zustand. Dann passiert was ganz Interessantes. Nehmen wir mal an, das Ganze ist jetzt also Wasser. Was passiert an diesem Punkt hier, zum Beispiel bei 0 Grad? Das ist also auch 273 Grad Kelvin. Also, was passiert mit dem Feststoff? Dann schmilzt das Wasser. Und ihr kennt es ja ganz gut vom Wasser. Also, der Feststoff ist das Eis. Und in gewisser Weise ist zum Beispiel auch ein Stein einfach ein Feststoff. Ja, genau nicht so ähnlich wie Eis auch. Aber das Interessante daran ist, bei 0 Grad, was passiert dann? Was passiert mit dem Wasser? Wir haben also den Schmelzpunkt vom Wasser oder den Gefrierpunkt. Wenn ich jetzt mehr Hitze hinzufüge, geht die Temperatur nicht hoch, die geht eben nicht hoch und zwar für eine kleine Zeit. Für eine kleine Temperaturzeit bleibt die Temperatur gleich, obwohl ich Energie hinzufüge. Es bleibt also ein Feststoff und erst dann wird es eine Flüssigkeit. Dann irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo es flüssig wird. In diesem Zustand ist es so, schmilzt es quasi die ganze Zeit über. Wenn wir dann mehr und mehr Hitze hinzufügen, wenn dann wärmt sich es also weiter auf, dann geht also dann geht die Temperatur nach oben. Und was ist die nächste Temperatur, die interessant wird? Das sind also 100 Grad Celsius. Zeichne ich mal so ein. Das sind oder auch 373 Grad Kelvin, wir sind aber mit dem Celsius vertrauter. Das ist die Temperatur, in der Wasser anfängt zu verdampfen und da passiert dann wieder was Ähnliches. Und ja, auch hier ist letztendlich kinetische Energie. Und dann gibt es hier wieder einen Punkt, wo Folgendes passiert. Wo sich das Wasser in Dampf verändert, aber nicht heißer wird. Es ist sozusagen, du musst also weiter Hitze hinzufügen, aber die Temperatur bleibt immer bei 100 Grad. Was passiert eigentlich da? Wenn du dann über diesen Punkt hinüberkommst, dann ist es, wenn das Wasser komplett verdampft ist, dann wird der Dampf heißer und heißer. Wird immer heißer der Dampf. Die interessante Frage ist,
Wenn du Hitze hinzufügst, geht die Temperatur erstmal hoch. Also interessanter ist, was passiert eigentlich dann, wo es horizontal ist. Also sozusagen hier in dieser Phase, was macht unsere Hitze hier eigentlich? Hier fügt sie quasi keine kinetische Energie hinzu. Hier wird das Eis ja zum Wasser. Hier ist es quasi so, dass die Hitze benutzt wird, um diese Bindungen aufzubrechen. Und bringt die Moleküle in einen höheren Energiezustand. Was heißt es eigentlich, ein höherer Energiezustand? Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Moleküle wollen ja quasi in der Nähe sein. Und beispielsweise ich möchte immer in der Nähe des Erdbodens sein. Wenn du mich jetzt in ein Flugzeug setzt, dann habe ich eine höhere potenzielle Energie. Und wenn du diese Moleküle voneinander wegbringst, wollen die einfach wieder zusammenfallen. Und wenn du jetzt eine potenzielle Energie hinzufügst, dann ist ihre potenzielle Energie anschließend höher. Und wenn sie zurückfallen, dann könnten sie Arbeit verrichten. Und hier musst du dir das so vorstellen, wirst du hier in dieser horizontalen Phase, man nennt es auch die Hitze der Fusion, diese Menge der Energie musst du dir als potenzielle Energie vorstellen. Das ist letztendlich die Energie, die du brauchst, um Eiswasser komplett schmelzen zu lassen. Umgekehrt ist es die Energie, die du aus 0 Grad kaltem Wasser noch entfernen musst, dass es letztendlich Eis wird. Und das ist die Energie, die du brauchst, um die Moleküle wieder aneinander zu bringen. Und hier weiter unten ist es eben wieder kinetische Energie. In diesem Phasenwechsel wird die Hitze benutzt, um kinetische Energie hinzuzufügen oder eben wegzunehmen. Und so ähnlich ist es, wenn du mich hochhebst, dann gibst du mir auch potenzielle Energie. Und theoretisch, wenn ich runterfalle, dann kann ich Arbeit verrichten. Zum Beispiel beim Wasser ist es ja so, da benutzt man das bei der Wasserenergie, da kannst du Turbinen antreiben. Und weiter oben wird die Hitze benutzt für kinetische Energie. Jetzt lässt du hier einfach die Wassermoleküle immer schneller aneinander sich vorbei bewegen. Und irgendwann wollen die komplett voneinander entfernt sein, wollen einfach rumhüpfen, wie sie wollen. Und das hier ist die Hitze, die Verdampfungshitze. Die hier. Und hier passiert das Gleiche nochmal. Sie rutschen nicht mehr aneinander vorbei, sondern bewegen sich völlig frei voneinander weg. Und diese Energie, die du hier einsetzen musst, von da ab ist es einfach nur noch Dampf und dann wird der Dampf plötzlich wieder immer heißer, heißer und heißer. Und in diesen Zuständen, es ist ganz komisch, da hast du also 0 Grad kaltes Wasser. Das ist nicht das gleiche wie 0 Grad kaltes Wasser. Sondern hier ist es auch so, es hat 0 Grad. Aber es ist also quasi so, du kannst 0 Grad kaltes Wasser hast, was aber noch nicht eben zum Eis geworden ist. Und du kannst also auch 100 Grad heißes Wasser haben, was noch kein Dampf geworden ist. Naja, vielleicht gibt dir das eine kleine Vorstellung davon, was für Zustände der Materie es gibt. Und als nächstes wollen wir mal schauen, wie viel Energie du einfach genau brauchst, um diese verschiedenen Zustände herbeizuführen.